jetzt das echt ruppiger geworden ist. Und während wir versuchen, das moderat irgendwie in Worte zu bringen, hat Khedira mehrfach jetzt angedeutet, dass es ihm total reicht. Also er musste ein paar Mal jetzt schon zurückgezogen werden, der Mann, der dieses Finale ja gar nicht mitbestreiten durfte, nach dem üblen Foul an seinem Teamkollegen, der jetzt, Beifall übrigens aufgebrandet in der Arena, Schweinsteiger wieder auf dem Platz ist und den Ball zum ersten Mal wieder bekommt. Deswegen Ballbesitz für die Deutschen, aber hat ein bisschen gedauert, den nach vorn zu bringen. Unterbunden das Ganze und Gelegenheit für die deutsche Mannschaft, jetzt mit Einwurf wieder neu zu starten. Blick zur Uhr, 111 Minuten sind vorüber, regulär noch 4, dann in Rio. Ein Elfmeterschießen am Ende der 20. Fußball-Weltmeisterschaft. Und da gibt es vorher noch diesen einen Geniestreich, schon wieder faul. Einfach da weggezogen, weil er jetzt gar nichts mehr pfeift. Erlauben sich die Argentinier jetzt deutlich mehr, als erlaubt wäre. Ja, Palacio, das war auch ein ganz klares Foul. Ja, eindeutig taktisches Foul, Trikot ziehen. Da gibt es nur eine Regel und die heißt Karte. Ich korrigiere dich ja ungern, aber muss dir noch sagen, also es sind 9 Minuten noch. Ach ja, nicht 4. Ja. Aber 15. Es ist noch so lang. So lang sind wir jetzt hier schon zusammen. Da kann man auch mal beim Rechnen. Ich wurde ja plötzlich eben zu Mathe-Leistungen verdonnert, obwohl ich das nie in meinem Leben hatte. Kann man sich auch mal schon mal vertun. Jetzt noch 8 Minuten zu spielen in der Verlängerung. Danach gäbe es dann Elfmeterschießen. Und jetzt kommen sie nochmal, die Deutschen, über die linke Seite. Ball kommt in die Mitte rein. Die Möglichkeit für Götze. Und Tor! Tor für Deutschland! Mario Götze macht das 1:0. Die Flanke auf den kleinen Wunderzwerg. Der nimmt den Ball an am 5-Meter-Raum und schiebt ihn lässig vorbei an Sergio Romero. Und jetzt sind mir die 8 Minuten zu viel. Ich hätte lieber noch 4. Aber Deutschland führt mit 1:0. Gigant Götze macht das Tor und wird jetzt bejubelt. Und natürlich sind die Deutschen jetzt hier aufgesprungen. Wir waren vor Aufregung schon fast im Finale. Und jetzt haben wir das Tor für die deutsche Mannschaft. Und natürlich sind die Ersatzspieler alle auf dem Feld, sind raufgerannt. Herzen, die anderen Deutschen, wunderschön gemacht. Viel besser kannst du das gar nicht machen. Abnahme mit der Brust, abgezogen mit links. Romero taucht herunter und der Ball fliegt ins Netz hinein zum Tor von Mario Götze. Der hat es schon einmal getroffen hier im Verlauf dieses Turniers. Aber das könnte das wichtigste Tor seiner gesamten Laufbahn werden. Damals beim 2:2 gegen Ghana. Ja, ja. Da hat er den, glaube ich, sich vom Kopf aufs Knie gelegt und dann rein. Und jetzt führt Deutschland mit 1:0 gegen Argentinien und steht ganz dicht. Ich gucke auf die Uhr. 6 Minuten trennen uns noch vom 4. Weltmeistertitel. Mein Puls ist bei 200 und der Ball geht nochmal nach vorne. Aber jetzt ist er harmlos und landet bei Romero. Immer wieder der Blick zur Uhr, 113 Minuten, jetzt 114 Minuten sind vorüber hier im Stadion Maracana. Im großen Fußballtempel könnte die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal als europäisches Team auf dem südamerikanischen Kontinent den Titel holen. Aber noch müssen sie aufpassen, die Argentinier werden jetzt mit langen Bällen nach vorn gehen. Genau so ist es, Garay, Achtung, Agüero startet, Hummels hat klären können und bringt den Ball zu Neuer. Neuer mit dem Ball am Fuß im eigenen 16er. Palacio kommt ihm sehr nah. Dann nimmt er den Ball wieder auf. Natürlich hören wir jetzt im weiten Rund der mehr als 70.000 auch ein bisschen deutschen Jubel. Wir sehen Schwarz-Rot-Gold. Aber wird das eine schwarz-rot-goldene Nacht? Langer Ball drüben auf die linke Seite zu Schürrle. Schürrle lässt den Ball liegen. Weitergegeben dann. Neuer Angriff läuft. Nach vorn gebracht von Kroos. Aber da war gar keiner. Einwurf für Argentinien. 5 Minuten noch auf der Uhr, dann wäre Deutschland Fußball-Weltmeister. Endlich wieder seit 1990 über die linke Seite kommen die Argentinier. Werfen jetzt natürlich alles nach vorne. Die sind auch müde, die sind auch platt, das ist ja ganz klar. Aber ein Geniestreich ist dem einen oder anderen dieser Mannschaft natürlich auch noch zuzutrauen. Messi ist in Ballbesitz, am ersten vorbei, auf Höhe des deutschen Strafraums. Ganz weit draußen an der Seitenlinie. Zieht dann jetzt den Ball scharf in die Mitte. Boateng mit seinen großen Füßen, Schuhgröße 60, haut das Ding da jetzt einfach mal raus. Und Argentinien muss neu aufbauen über Garay. Und schön, wie vorne Götze und die anderen stören. Aber jetzt kommt nochmal über die linke Seite Gefahr. Flanke kommt rein, Kopfball im Rückwärtslaufen, dann noch einmal Hummels. Und dann der Distanzschuss. Nein, der schlechte Ball auf Messi. Und der rennt jetzt und er wird diesen Ball nicht mehr kriegen. Er kann ihn nicht im Spiel halten, weil er im Seitenaus ist. Oh, 4 Minuten. 1:0 Deutschland gegen Argentinien. Schwarz-Rot-Gold oder Albiceleste, Berlin oder Buenos Aires. Im Moment
sind die Deutschen vorn, haben die schwarz-rot-goldenen Faden hier den Himmel von Rio erobert. Aber die Argentinier kommen, haben mit Bilia die Schusschance. Er bringt den Ball auf die linke Seite. Achtung, Neuer muss raus mit einer Hand. Und gerade noch vor der Ecke des 16ers pflückt er ihn herunter wie einen reifen Apfel und bringt ihn hier drüben auf die rechte Seite zu Özil. Nochmal durchatmen. Was werden wir hier am Ende mehr hören? Das deutsche große Jubeln auf das lange, lange Warten von 24 Jahren folgend nach einem Treffer von Götze. Der hat den Ball jetzt stibitzt, aber es gibt Unterbrechung. Achtung, Ballbesitz für die Argentinier, Foul. Ja, Freistoß für Argentinien, aber in der eigenen Hälfte. 3,5 Minuten trennen Deutschland vom Weltmeistertitel. Ball ist bei den Argentiniern, immer noch in der eigenen Hälfte. Sie rücken jetzt so ein bisschen raus, versuchen da zu stören, dass sie gar nicht erstmal in die Nähe kommen. 4 Mann stehen jetzt um Messi rum und dann hat Hövedes eben den Ball erstmal abgejagt. Dann kommt der weite Ball rüber auf die Seite, da laufen sie dann noch einmal. Den kriegt er noch vor dem Überschreiten, aber kann er ihn gut reinschlagen? Nein, eigentlich nicht. Dann kommt der Kopfball und der ist keine Gefahr. Ja, die Argentinier machen, der kleine Messi köpft dann da aus 12, 13 Metern. So eine kleine Bogenlampe, flache Bogenlampe. Aber Manuel Neuer hat sehr schnell und sehr früh gesehen, dass das kein Ding wird. Der landet dann hinten auf dem Netz, dass das kein Ding wird, das irgendwie gefährlich wird für seinen Kasten. Das sind jetzt immer wieder Spieler, die sich dehnen. Schweinsteiger macht das mehrfach, weil er einfach platt ist. Und unten wird jetzt wahrscheinlich gleich nochmal Per Mertesacker kommen, weil sie hinten nochmal einen brauchen, der da die hohen Bälle irgendwie rausholt. Weil das wird der Weg sein. Langer Hafer, und zwar argentinischer, nach vorne. Und da musst du halt mit deutschen Riesen dagegen halten. Aber nicht für die Rinder aus Argentinien, nicht für die Rindersteaks. Im Moment ist hier Eisbein angesagt. Eisbein als kalt. Götze, Gigant Götze macht das Tor für die deutsche Mannschaft in der 113. Minute. Da Mertesacker immer noch die Hinweise kriegt vom Bundestrainer und die deutsche Mannschaft zurückläuft. Romero bringt den Ball als Freistoß vor das deutsche Tor. Zurückgeköpft von Götze, der dieses Kopfballduell gewonnen hat. Der einzige Torschütze dieses Finales. Prüfung für Neuer, Prüfung für zu leicht befunden. Wieder heruntergenommen. Blick auf die Uhr. Noch 2 Minuten in Rio, hier im Maracana, neben Wembley, das größte Stadion, das die Fußballgeschichte kennt. Und hier kann Deutschland sich den 4. Stern holen. Und dann wäre dieser kleine Götze ja eine Reihe von Namen, die wir immer wieder wie große Legenden dann zitiert haben. Wie Rahn, wie Müller, wie Brehme. Und der 4. Name wäre jetzt, Armin, im Moment Götze. Wäre Götze. Und sie haben all diese Unwägbarkeiten, all dieses Schicksal, was ihnen da heute widerfahren ist, irgendwo weggesteckt und führen jetzt mit 1:0. Und wir sind gleich in der letzten Minute der Verlängerung. Im Augenblick Kopfballstaffette im Anschlusskreis und die deutsche Mannschaft hat über Müller den Ball. Schürrle wäre gestartet. Müller geht jetzt erstmal Richtung Eckfahne. Dann setzt er sich da durch. Dann setzt er sich durch. Dann setzt er sich durch. Und dann kommt die schlechte Hereingabe. Die konnte keiner kriegen. Die geht dann drüben auf der anderen Seite nicht ins Aus, weil Götze sich den Ball noch geholt hat. Aber er kann dann auch nichts mehr machen. Am Ende ist es Rojo, der den Ball da klärt. Und dann gibt es ein Foulspiel von Özil. Der soll jetzt ausgewechselt werden. Es sind noch 45 Sekunden auf der Uhr. Und dann ist Deutschland Weltmeister. Ein bisschen Nachspielzeit befürchte ich auch noch. Jetzt kommt die Auswechslung. Mertesacker mit den Anweisungen. Natürlich wird diese Auswechslung zelebriert, weil sie nimmt ja Zeit von der Uhr. Das ist ja ganz logisch. Özil mit langsamen Schritten. In der ersten Halbzeit hat er heute an die großen Zeiten erinnert. In der zweiten auch ein bisschen untergegangen. Aber viel, viel mehr Defensivarbeit als beispielsweise ein Messi auf der anderen Seite. Und Mertesacker, der lange läuft da hinten in die Defensive hinein. Jetzt, da Romero den Ball wieder hereingebracht hat. Blick zur Uhr. Noch 15 Sekunden. Götze mit dem hohen Ball in die Spitze zu Müller. Sofort von Mascherano, der den letzten Mann gibt, zurückgebracht. Dann Kopfballverlängerung. Aber Neuer ist da und wird ihn sicher herunternehmen. Offizielle Spielzeit jetzt vorüber. Die offizielle Spielzeit ist jetzt vorüber. Der Ball ist bei Manuel Neuer. Der hat ihn in aller Ruhe. Die Argentinier laufen zurück, aber reklamieren auch nicht. Sie sind auch irgendwo geschlagen in diesem Finale durch diesen Knockout. Der kam von Götze in der 113. Minute. In dieser schwarzen Nacht am Sonntag, den 13. Juli, noch 2 Minuten extra. Mit 2 Minuten. Meine Güte. Lang hat er dafür gebraucht. Hat er auf sein Testchen rumgehämmert. Auf der Anzeigentafel, also auf diesem kleinen Täfelchen, was die Assistenten da immer hochhalten. Und da zeigt er uns 2 Minuten. Und nochmal gingen die Köpfe hoch bei den Argentiniern, weil sie Hoffnung gekriegt haben. Das gibt ihnen jetzt nochmal 1 Minute und 20 Sekunden. Noch einmal Mascherano tankt sich da rein in die deutsche Hälfte. Dann Lionel Messi tritt an, am ersten vorbei. Kein Freistoß, doch Freistoß. Ah, gefährliche Situation.
Aus meiner Distanz würde ich sagen, eher kein Freistoß, aber das ist ganz schwer zu sagen. Schweinsteiger, ob der da Messi getroffen hat oder nicht. Ja, ja, ja. Mein Herz sagte was anderes, aber meine Augen sehen jetzt, es war ein Foul, es ist ein Freistoß und es ist eine verdammt gefährliche Situation. Es wird die letzte Chance sein für Argentinien. Wir gucken auf die Uhr, es sind noch 45 Sekunden. Schweinsteiger hat sich dabei auch noch einen fetten Krampf geholt und liegt da immer noch am Boden. Jetzt können die Betreuer kommen, jetzt kommen sie auch mit dem Wändchen, mit dieser Wanne, wo die Spieler dann immer raustransportiert werden. Und einer legt sich jetzt den Ball zurecht und das ist Lionel Messi. Und von da hat er schon das ein oder andere Tor erzielt. Aber hinten haben wir ja auch einen ganz in Grün. Das ist Manuel Neuer. Den besten Torwart des Turniers. 2006, ich habe es gesagt, hatten wir die Krake Paul als Orakel. Wir brauchen kein Orakel. Wir haben Manuel Neuer, den besten Torwart des Turniers. Das muss er jetzt noch einmal beweisen. Hier in dieser letzten Szene. Uhrzeit 121 Minuten, 57, 58, 59, 0. Diese zwei Minuten Nachspielzeit wäre natürlich auch vorüber. Es liegt natürlich im Ermessen des Referees aus Italien, der in der zweiten Halbzeit zu viel durchgehen ließ und damit unnötig Härte in dieses Duell hier hineinbrachte, was ohnehin eng umkämpft war. Es liegt natürlich im Ermessen des Unparteiischen, jetzt ohnehin noch was draufzugeben. Die Linie ist gezogen, die ein Markenzeichen dieser Weltmeisterschaft ist. Messi, vier Tore hat er gemacht. Jetzt vor dem fünften und damit vor der Chance, Argentinien in die Verlängerung zu bringen. Messi oder Neuer? Neuer oder Messi? Die Hände in die Seiten gestützt, fast so ein bisschen wie Ronaldo. Den Blick nach unten und an der Strafraumgrenze eine Reihe aufgereiht in Weiß und Blau. Die Farben der Argentinier immer wieder gemischt. Ein Verteidiger, ein Angreifer, ein Verteidiger, ein Angreifer. Jetzt Messi, Trippelschritt. Jetzt kommt der Ball mit links und geht drüber. Er ist drüber. Er ist drüber. Aber das Spiel läuft noch weiter. Das Spiel läuft noch weiter. Schiedsrichter wird bestimmt jetzt noch mal eine Minute drauf gehen, weil Schweinsteiger so lange verletzt war. Der kommt jetzt drüben reingehumpelt, kann nicht mehr gehen. Der Ball ist bei Manuel Neuer. Normal muss dieser Abstoß die letzte Szene dieses Spiels sein. Ballbesitz von Manuel Neuer. Läuft weit zurück. Manuel läuft zurück und die Spieler laufen nach vorn, sehen jetzt diesen weiten Ball in die Hälfte der Argentinier hineinfliegen. Zu Müller. Müller kann ihn nicht behaupten. Landet dann drüben bei Romero. Blick zu. 123 Minuten und 22 Sekunden. Noch einmal der Versuch da drüben den Ball zu behaupten vom neuen Rojo, der sich hier hineinwirft in den Zweikampf. Und die deutschen Auswechselspieler stehen da, halten die Arme in die Luft und sagen Schluss. Bitte Schluss. Mach doch Schluss. Aber es ist immer noch nicht Schluss. Nächster Zweikampf. Wieder am Boden. Noch einmal. Verletzungsunterbrechung. Es ist Schweinsteiger. Wieder Schweinsteiger. Und jetzt ist Schluss. Deutschland ist Weltmeister. Ja. Und, ja. Und hier die Glückszahlen. 1, 3, 7, 2, 0, 1 und 4. 13. Juli 2014. Deutschland ist Fußball-Weltmeister und das haben sie sich verdient. Sie waren die beste Mannschaft in diesem Turnier. Sie haben heute mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen gehabt und die haben sie alle weggesteckt. Sie haben das nötige Quäntchen Glück gehabt und dann hatten sie ihren Wunderzwerg. Und der hieß nicht Messi, der hieß Mario Götze. Und der macht dieses entscheidende Tor in der 113. Minute, als in der Verlängerung schon alle platt waren, alle ans Elfmeterschießen dachten. Und dann gewinnt Deutschland das und wird zum vierten Mal in der Geschichte Fußball-Weltmeister. Und das im großen Fußballtempel Maracana. Was für ein Turnierverlauf für das deutsche Team, das sich hier als das Stabilste erwiesen hat und das eine große Prüfung ausgerechnet am letzten Tag dieses Turniers hatte. Ein Tor gab es, der kleine Gigant Götze hat es gemacht in der 113. Minute zur Entscheidung und unten natürlich eine einzige weiße Traube. Männer, die sich umarmen, Männer mit Tränen in den Augen und natürlich auch ein Bundestrainer, der dazwischen ist und hineingelaufen ist in diesen großen Jubel. Hier, wo die ganze Welt herunterschaut, eine Angela Merkel, ein Herr Gauck, ein Putin und wer auch immer da oben ist und natürlich auch ein Lothar Matthäus, den wir gerade gesehen haben, der beim letzten Erfolg noch mit auf dem Platz stand. Und jetzt jubeln sie alle und jetzt freuen sie sich darauf, dass sie gleich den Pokal in die Höhe reißen dürfen. Philipp Lahm wird der Erste sein. Argentinien, ein Wort noch zu denen, für mich heute mit dem besten Spiel im Turnier. Aber es hat nicht gereicht gegen die beste Mannschaft dieses Turniers und das war eindeutig Deutschland. Und die deutsche Mannschaft, wir werden es mal schauen, was sie da weitermacht.
sie freuen sich einfach. Sie jubeln, sie tanzen da unten auf dem Platz. Sie sind natürlich platt, Jens Jörg. Die sind müde, die sind ausgelaugt. Die haben 7 Spiele in den Knochen, eine Verletzung.